Jo, guten Morgen. Hier ist euer Schnatschi von Nice und unsere Akteure sind mal wieder Nora. Zoe, die noch nicht richtig ausgeschlafen hat. Und Leonie. Ich habe den Kindern noch mal erzählt, dass wir einen kleinen Max haben. Das heißt, unseren kleinen Esel, den halt letztens gerade vorgestellt. Und die Kinder versuchen jetzt mal ganz kreativ mit Kisten ein Winterquartier für unser Maxchen fertig zu machen, weil er noch so zeigen, klein wie ist. Er schläft. Der schläft. Also wir haben jetzt die Puderei, Achtung, die wir im Sommer eigentlich haben. Und die kann alle wieder haben die Kinder erstmal ausgebaut. Also ich würde sagen, unser Maxi wird einen riesen Winterschlafplatz haben. Warte mal. Und nehmen wir den Maxi. Wo wir eben dann... Der schläft. Ich muss kurz hier rein. Nein, nicht da rein, nicht da rein. Der schläft. Wie soll die denn nicht da reinkriegen? Na, Oma macht das schon. Was, wenn ich da drin schlafen will? Wer wird da drin schlafen? Weil in der Kiste ist er jetzt 3 Tage und das ist zu nass. Und da hier nachts rumkrabbelt noch, bevor der Winter anfängt, braucht er was Größeres. Und so. Heute Nacht filmen wir nochmal. Ja, ist Oma arbeiten. Wir schlafen nicht mit einem Igel in einem Bett. Der soll sich in eine Höhle suchen. Da hinten. So, also wir haben alle den Kartons ein bisschen ausgelegt. Nur warum, Leonie, warum machst du den Stein hier rein? Warum machst du den Stein hier rein? Der kann sich doch wehtun. Nein. Damit wir ein bisschen Wärme von unten haben. Und ein bisschen dämmt ist. Aber Mädels, ich meine, sieht erstmal ganz gut aus, aber ich würde trotzdem mehrere Kartons mit der Öffnung noch nach innen packen, damit er ja, sich seine Ecke aussuchen kann. Aber die haben gesagt, er kann sich die da drin ja aussuchen. Weil jetzt muss er sich die Ecke da hinten aussuchen. Und so kann er kreativ... Ja, ich sehe den in die Degassung. Der ist voller Kacke. Na und? Da kommt doch Heu rein. Ja. Da kommt überall jetzt ein bisschen Heu rein, ein bisschen Laub rein. Wir können auch alle Kartons. Und dann hat er mehrere Öffnungen für sich und dann kann er alleine entscheiden. Und dann, Mädels, ich habe da eine ganz tolle Idee. Wir können ja eine Wette abschließen, an welchen Karton er sich verkrabbelt. Ja. Und ihr müsst was wetten wir um Schokolade? Um einen warmen Tee um die Jahreszeit. Nein. Und der Verlierer muss eine heiße Schokolade. Ja. Also ich mache bei der Wette nicht mit. Ich schon. Ich auch. Ich mache auch mit. Also wenn ich gewinne, Bei mir geht der hier Rücken kraulen von jedem Teil. Nee, cool. Bei mir kriegt er da rein. Schreiben gleich die Namen auf. Nein, ich habe eine Idee. Na. Wir machen, wenn Oma gewinnt, Oma sucht sich gleich einen Kartons und wenn sie gewinnt, dann müssen wir alle drei Oma den Rücken massieren. Cool. 3 Stunden lang. Nee, aber im Moment geht das nicht. Erst wenn Oma wieder gesund ist. Vorher nicht, da kommt keiner ran. Das war mal nämlich was verkehrt und das funktioniert nicht. Da muss Oma halt dann machen. Und machen wir später, okay? Luxus. Mir gehört der. So, jetzt holt er was Warmes. Also wir lassen jetzt 1, 2, 3 Kartons umgedreht und den machen wir. Ich nehme den da, den mit den 3 Löchern. Leonie? Na los, dann holt ein bisschen was Warmes. Heu, Stroh, mal zum Einmummeln. Oh, ich habe da eine Idee, weil wir müssen noch Mais abpuppeln. Ehe die Kinder fertig sind, habe ich den Mais schon fertig abgepuppelt, weil die Blätter, die davon an der Seite sind, kann man nämlich auch dafür nehmen. Bis gleich. Wir gucken uns das mal an, wenn wir fertig sind. Hallo, so. Wir haben unser Max da erstmal so reingemacht. Das ist eine alte Kiste. Er ist relativ eingemummelt noch, hat aber das Näschen schon mal rausgesteckt. Und jetzt haben wir von der Maisernte ganz viele Blätter reingetan. Und jetzt haben wir Stroh drin. Und jetzt machen wir da noch ein bisschen Stroh drin. Stroh rein. Und dann wollen die Kinder über Nacht hier bleiben und wollen den Max so ein bisschen filmen und aufpassen. Weil ich bin wie immer arbeiten. Jo, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und dann schaut euch mal an, was die Kinder nachher für Aufnahmen machen. Bis Danny, tschüss. Guck mal, er guckt. Er guckt. Da ist er. Der ist aber neugierig. Hallo Max, Maxchen. Puff, du schleichst vorbei, weg ist er wieder. Naja, ihr habt ihn das zu tun. Ja. Macht ihn da ohne was drin, er kriegt gerne was zu trinken. Der kommt, Leonie. Ja, so Menschenzahn soll er aber nicht werden. Es ist ein Wildtier. Und wenn er den Winter hier überlebt hat und überstanden hat und dick und fett ist, dann kommt er wieder raus. Ja, dann kommt er hin auf die Wiese und dann passt das.